Vergrößern, Verkleinern, Fahad Amir das IL, mit FIFA-Präsident Gianni Infantino, war beim Confed Cup in Russland im Einsatz. Zu Urheberrecht Getty Image steilenbietende Mail-Kommentare. Ein Schiedsrichterskandal sorgt knapp einen Monat vor dem Start der WM für Wirbel. Referee Fahad Amir das IL wird wegen Bestechung lebenslang gesperrt. Der saudi-arabische Fußballverband SAF hat den für die WM vorgesehenen Schiedsrichter Fahad Amir das IL lebenslang gesperrt. Amir das IL habe zugegeben, vor dem Pokalfinale am vergangenen Samstag den Präsidenten von Al-Ittihad nach Bestechungsgeld für eine Spielmanipulation gefragt zu haben. Er war wenige Stunden vor dem Anpfiff von dem Endspiel abgezogen worden. Die SAF hat den Fall an den Weltverband FIFA weitergeleitet, verbunden mit der Bitte, Amir das IL von der Liste für die Weltmeisterschaft in Russland, 14. Juni bis 15. Juli, zu streichen. Der 32-Jährige hatte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 unter anderem das deutsche Gruppenspiel gegen Fidschi 10:0 gepfiffen und auch Spiele beim Confed Cup 2017 in Russland geleitet. Thailand-interne Mail-Kommentare.